Dahlmeier hat 8 Sekunden Vorsprung vor Tiril Eckhoff. Und dann gibt es eine relativ große Lücke zu Anaïs Chevalier. Die läuft dann alleine und dann kommt eben diese Vierergruppe mit Franziska Hildebrand am Ende. Was ist mit dem Gesamtweltcup? Laura Dahlmeier und Gabriela Kukalova, das sind die beiden Kandidaten, die noch die gelbe, die große Kristallkugel holen können. Kukalova geht als 21. mit 1 Minute 43 Rückstand ins Rennen. Dahlmeier kann also heute, jetzt und hier bei diesem Rennen einen weiteren großen Schritt machen in Richtung zum Gewinn des Gesamtweltcups. Fünf Runden werden gelaufen, jeweils 2 Kilometer lang. Das sind jetzt diese 8 Sekunden. Hier kann man das auch mal schön sehen, was das in Metern ausmacht, die Dahlmeier und Eckhoff voneinander trennen. Es ist die kürzeste Runde, die es gibt im Biathlonsport. Hier links die Betreuer. Da sehen wir Andi Stitzel übrigens, den Herrentrainer in der grünen Jacke ganz vorne stehen. Der hat heute Geburtstag. Können wir vielleicht nachher noch im Rahmen des Männerrennens gratulieren. Jetzt mit den ersten Hinweisen. Und so lange dauert es, bis Anaïs Chevalier ins Rennen gehen konnte. Eben die angesprochenen 42 Sekunden. Die 23-jährige Französin aus Villard-de-Lans. Sechste im Gesamtweltcup, schon 5-mal auf dem Podest. Kaisa Mäkkäräinen ist 3. im Gesamtweltcup. 11 Jahre älter als Chevalier. Die Finnin. Im Januar ist sie 34 geworden. Das ist ihre vorletzte Saison. Jetzt die Vierergruppe am Ende. Franziska Hildebrand als 2. Deutsche jetzt unterwegs. Das ist die Schwedin Mona Brorsson. Und jetzt geht es im Prinzip ohne große Unterbrechung. Wird gestartet mit der 13. Dorothea Wierer, links im Bild, gerade losgelaufen. Die ist mal von 19 auf 3 gelaufen in dieser Saison beim Verfolger in Östersund. Und Gabriela Kukalova mit der 21. Aber auch sie kann sich an ein gutes Verfolgungsrennen erinnern. Bei den Olympischen Spielen 2014, da lief sie von 29 auf 4. Tiril Eckhoff ist ein wenig herangelaufen an Laura Dahlmeier. Aber Gerald Hönig hat das ja auch im Interview eben schon angesprochen. Dieses Rennen musst du vor allem am Schießstand entscheiden. 4-mal wird geschossen, 2-mal im Liegendanschlag, dann 2-mal im Stehendanschlag. Und vor allem im Stehendanschlag traue ich Tiril Eckhoff nicht zu, dass sie nochmal so gut schießen kann wie gestern. Jetzt Tobi Reiter, der Nächste, der dort unterstützend eingreift. Strecke heute in deutlich besserem Zustand. Sie wurde mit einer großen Raupe noch einmal aufgefahren. Dann hat sich der Schnee gesetzt, wurde gesalzen. Also die Strecke ist heute härter und glatter als an den letzten beiden Tagen. Von einer Buckelpiste wurde ja hier gesprochen, auch von Laura Dahlmeier. Die sagte, das war ein bisschen wie bei einer Schülermeisterschaft. 41,9 Sekunden Abstand von Chevalier nach vorn ist gleich geblieben. Mäkkäräinen jetzt 51 Sekunden zurück. Das waren 59. Sie ist die stärkste Läuferin im Feld. Und Franziska Hildebrand jetzt direkt neben Julia Djuma. 4 Sekunden hat sie da also aufgeholt auf die Ukrainerin. Wierer auf der 12, 1,16, jetzt zurück, das waren 1,21. Also da hinten ist das Tempo ein wenig höher als vorne an der Spitze bei Dahlmeier und Eckhoff. Und jetzt in diesem Pulk drin auch Denise Herrmann mit der 25 gestartet. Maren Hammerschmidt mit der 28 gestartet. Da sehen wir Denise Herrmann rechts. 21. jetzt, hat also 4 Plätze schon gut gemacht. Und da haben wir Maren Hammerschmidt. Für die beiden ist es durchaus möglich, heute noch in die Top 10 zu laufen. Das sollte das Ziel sein, vor allem für Maren Hammerschmidt. Bei Denise Herrmann sind wir ja immer noch so ein bisschen am Grübeln. Wie gut läuft das schon? So, Einblendung, keine Frühstarts. Das heißt, es gibt keine Zeitstrafen. Die Athleten sind ja selbst dafür verantwortlich, dass sie erst dann starten, wenn die Startabstandszeit erreicht ist. So, Dahlmeier und Eckhoff kommen also gemeinsam zum ersten Schießen. Jetzt müssen sie um
um die Brücke herumlaufen, haben wir gestern auch gesehen. Ein paar Mal sind Athleten dort falsch gelaufen. Sean Doherty aus den USA zum Beispiel ist auch an der Brücke vorbeigelaufen, obwohl er auf die Runde musste und musste dann wieder wenden. Dahlmeier und Eckhoff. 5 Schuss für 5 Ziele. Fehlschüsse bedeuten Strafrunden. 150 Meter lang. 23, 24 Sekunden dauert das, in etwa so eine Runde zu laufen. Dahlmeier schießt den schnelleren Rhythmus. Und Eckhoff jetzt schon einen Fehler. Dahlmeier, weiße Weste am Schießstand, geht jetzt allein in Führung. Eckhoff muss in die Runde. Hinten Chevalier, dann schon Mäkeräinen und Dankli. Wir hatten 17 Sekunden Rückstand auf die Französin. Und angetrieben von Kaiser Mäkeräinen konnte Susan Dankli gemeinsam mit der Finnin diese Lücke fast schon schließen. Andrés Chevalier, eine super Schützin im Liegendanschlag. Susan Dankli, eine schnelle Schützin, die schnellste Schützin. Kann jetzt am Schießstand möglicherweise sogar den Rückstand egalisieren. Chevalier schießt 5-mal, Dankli aber macht einen Fehler, dann nützt ihr auch das Tempo nichts. Jetzt ist Franziska Hildebrand da. Eckhoff 23,3 Sekunden hinter Dahlmeier. Das ist die Zeit einer Strafrunde. Mäkeräinen bleibt fehlerfrei. Hildebrand auch. Dorothea Wierer muss 2-mal in die Strafrunde. Brosson fehlerlos, Bescon fehlerlos. Julia Jümer ebenfalls. Oben jetzt die Scheiben von Denis Herrmann eingeblendet. Rutschen jetzt so ein bisschen durch in der Grafik. 47 Sekunden der Abstand von Chevalier. Mäkeräinen 11 Sekunden dahinter, dann Hildebrand auf der 5. Herrmann muss einmal in die Strafrunde. Und ganz oben die Scheiben von Hammerschmidt, muss auch einmal in die Strafrunde. Herrmann einmal, es bleibt dabei. Und bei Maren Hammerschmidt haben wir die Scheiben nicht mehr gesehen. Da waren zwar 2 Scheiben schwarz geblieben, aber nur ein gelber Punkt. Mal sehen, ob das dann eine Strafrunde war oder ob es 2 waren. Aber Laura Dahlmeier, die kann jetzt hier erst einmal etwas entspannter auf diese zweite Runde gehen. Sie hat sich schon ein kleines Polster geschaffen, das ist der Blick auf ihre Serie. Es wird ja hier das Kurvinen-System geschossen mit den Klappscheiben, anders als in Deutschland und in den Alpenländern. Das ist das sogenannte skandinavische System, was Sie auch aus Oslo und Kontiolahti kennen, was Sie also auch in den nächsten beiden Weltcup-Wochen erleben werden, wo die Scheiben tatsächlich mechanisch durch den Aufprall des Magazins geschlossen werden. Tril Eckhoff, die war so erleichtert über ihren ersten Podestplatz nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft. Und Gabriela Kukalova hat da jetzt auch noch ein Missgeschick mit dem Stock erfahren, muss nochmal wieder zurück. Hatte eine Strafrunde geschossen, Kukalova nach dem ersten Schießen auf 28, 2,12 schon zurück, hat also weitere 7 Plätze verloren. Nadine Horchler 0 und Maren Hammerschmidt, die hat 2 Strafrunden geschossen. Horchler jetzt auf 40, Hammerschmidt auf 34. Nach der WM ist Tiril Eckhoff nach Hause gefahren, nach Trondheim, hat mit ihrem Freund ihren Keller aufgeräumt, gesagt, da hat sie sich mal ein bisschen Ballast, auch mental, von der Seele geschafft. 12. Platz im Massenstart war das beste Ergebnis für Eckhoff. Mäkeräinen ist vorbeigegangen an Chevalier, also läuferisch wieder sehr gut in Form. 51 Sekunden der Rückstand von Mäkeräinen, 52 der von Chevalier. Und dann kommt schon Franziska Hildebrand mit einer knappen Minute Rückstand auf Dahlmeier. Aber es ist dann eben auch nur eine halbe Minute auf Platz 2 auf Tiril Eckhoff. Minuten, aber leichte Hochlage. 2 bei hoch, okay? 2 bei hoch, oder? 2 bei hoch, das ist die Ansage an Franziska Hildebrand. Wo lagen ihre Treffer?
Sie waren ein wenig hoch und dann wird sie gleich beim zweiten Schießen die Visiereinstellung ein wenig verändern. Das können sich die Athleten merken, auch wenn ihnen das dort da im Eifer des Gefechts zugerufen wird. Und hier gibt es ja auch kaum Lärm durch Zuschauer. Dafür sind eben einfach zu wenig im Stadion und an der Strecke überhaupt keine. Die Athletinnen haben gestern aber erzählt, das finden sie eigentlich mal ganz gut. Nach dem ganzen Trubel, der ja schon im November, im Dezember herrschte, im Januar bei den großen Weltcups, im Februar bei der WM. Finden sie es auch mal ganz nett, so einen Wettkampf zu haben, wo es nur um Biathlon geht, wo es nur um den Sport geht, wo sie sich durch nichts ablenken lassen müssen, vor allem beim Skitesten auch davor. Vor dem Wettkampf werden ja 2 Stunden die Ski getestet. Hermann jetzt 22. 2:03 zurück. Abstand gleich geblieben. Keine Tendenz, der Fehler war hoch, keine Tendenz. Sauber weiterarbeiten und auf geht's. Hopp. Denise Herrmann hat, während die anderen bei der WM in Hochfilzen waren, mit Remo Krug noch einmal Grundlagenschießen trainiert in Ruhpolding. Anlaufverhalten an den Schießstand, all das, was Sie jetzt bei Laura Dahlmeier sehen, die schon zum zweiten Mal an den Schießstand kommt. Blick auf die Windfahnen, heute ist es windstill. Da sehen Sie es, die roten Fähnchen rechts am Bildrand kurz zu sehen, baumeln nur ganz leicht. Und jetzt diese Handgriffe, auch das macht Laura Dahlmeier schneller als die anderen. Perfektioniert. Zeit bis zum ersten Schuss, wenn wir gleich unten eingeblendet sehen. Normalerweise ja. Da war ja auch immer sehr kurz. Trefferquote liegend im Schnitt 90%, heute bei 100%. Laura Dahlmeier gibt sich keine Blöße. Hinter ihr hat sich Tiril Eckhoff hingelegt. Zu ihrem zweiten Schießen. Oben sehen Sie schon Mäckereinen und Chevalier. Und Laura Dahlmeier schert all das schon wieder gar nichts mehr. Jetzt biegt auch Franziska Hildebrand schon ein und Eckhoff schießt den nächsten Fehler. 2 Strafrunden für sie. Jetzt sind Mäckereinen, Chevalier, auch Hildebrand, Bescon, Juma in der Lage, vorbeizugehen an Tiril Eckhoff. Chevalier, schnell, 0. Übernimmt jetzt Platz 2, Kaiser Mäckereinen. Bleibt dran, nimmt sich ein wenig mehr Zeit für den letzten Schuss und Franziska Hildebrand schießt ebenfalls 0. Rosson in die Strafrunde, Bescon ebenfalls 0, Dunkley muss in die Runde, Gima 0. Chevalier jetzt mit fast 1 Minute Rückstand auf Laura Dahlmeier. Das sind schon 2 Strafrunden, dann kommt Mäckereinen und dahinter Franziska Hildebrand. Hat natürlich jetzt eine richtige Lokomotive vor sich, Selina Gasparin schießt 3 Strafrunden, die Schweizerin. Dazu sind Bresas jetzt ebenfalls 2. Eckhoff jetzt auf der 6, 1:14 zurück. 20 Sekunden hinter Chevalier auf Platz 2. Denise Herrmann. Schießt langsamer als die anderen, schießt einen Fehler. Domracheva da drüber mit der 0. Herrmann, eine weitere Strafrunde kommt dazu. Wettkampfpraxis ist das Wichtigste bei ihr. Maren Hammerschmidt macht sie es jetzt besser als eben. Neue weitere Strafrunde für Hammerschmidt. 3 Strafrunden jetzt schon insgesamt nach 2 Schießen. Vira auf der 14, Domracheva auf der 16. Und Dahlmeier in Führung liegt. Wird da rechts angefeuert von Jörn Wollschläger. Der Schweizer Trainer hat auch heute Geburtstag. Heute Abend wird noch ein bisschen gemeinsam gefeiert. Wollschläger, Stitzel, ein paar Betreuer haben sich verabredet. Gestern wurde nur ganz kurz angestoßen und das war's. Und jetzt von der Dreiergruppe 51 Sekunden Vorsprung. Sauber kontrolliert lassen, gut arbeiten am Stand. Hopp! Super, hopp! Trefferbilder werden jetzt nicht mehr angesagt. Gleich im Stehendanschlag. Da
Er wird dichter links und oben sehen Sie die beiden Stellrädchen, an denen die Diopter-Einstellung verändert werden kann. Spielt aber beim Stehendanschlag keine Rolle, denn auf 11,5 cm große Ziele geschossen wird und nicht mehr auf 4,5 cm große Ziele wie im Liegendanschlag. Das ist die Weißrussin Nadezhda Skardino. Aha, und da gab es dann noch einen kleinen Sturz. Und Kaiser Mäkkäräinen auf Position 2 vorgelaufen. Hildebrand mit Chevalier gemeinsam. Sehr gut unterwegs. Geh, auf geht's. Jawohl. Sein Rennen weiterlaufen. Und hopp, hopp. Macht einen guten Eindruck, Franziska Hildebrand. Und dann kommen Besgon, Eckhoff. Jima muss ein wenig abreißen lassen. Und dann Dunkley. Und die Schwedin Mona Brorson. Schweden sind schon lange hier, vor 11 Tagen schon angereist, direkt nach der WM aus Zuchfilzen, haben sich hier akklimatisiert und haben einige Testeinheiten Richtung Olympia in einem Jahr hier schon durchgeführt. Marta Olsby, Magdalena Gwiston nach dem zweiten Schießen, Denise Herrmann 25. Maren Hammerschmidt 37. Nadine Heuchler 39. Aber ganz vorn da haben wir Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand auf 1 und 4. Und jetzt werden da fast schon die ersten überrundet. Laura Dahlmeier kommt zum dritten Schießen. So, die Helfer ein bisschen sputen. Nicht im Weg zu sein. Heute stand sie mit den richtigen Stöcken am Start. Gestern hatte sie ja versehentlich diejenigen von Nadine Horchler mitgenommen. Ja, keine Instrumente spielen während des Schießens, wird jetzt hier eingeblendet auf der Anzeigetafel. Also das ist auch so ein bisschen die Nachhilfe für die Zuschauer hier, die aber eigentlich auf die Schuss überhaupt nicht so reagieren auf die Schüsse wie sonst. Da hat sie Glück gehabt. Fällt gerade so die Scheibe am Rand. Man sollte sie im Wörterbuch unter Perfektion eintragen. 15 Schuss, 15 Treffer. Laura Dahlmeier, auch wie sie da nach diesem kleinen Wackler, nach diesem Randtreffer ganz ruhig bleibt und die anderen vier dann eiskalt abräumt. Der Vorsprung bleibt nach wie vor groß. 4 Kilometer und ein Schießen noch. Und dann ist der nächste Weltcupsieg perfekt. Kaiser Mäkkäräinen auf Position 2. Dann Chevalier und dann Hildebrand. Alle drei haben noch keinen Fehler geschossen, auch nicht Anaïs Besgon bis jetzt in diesem Wettkampf. Eckhoff schon 3. Jetzt schießt Chevalier das erste Mal daneben. Auch Kaiser Mäkkäräinen. Gibt es eine deutsche Doppelführung nach dem dritten Schießen? 2 Runden für Mäkkäräinen. Franziska Hildebrand geht hier als Zweite hinaus. Besgon muss auch in die Strafrunde. Tiril Eckhoff auch. Eine Minute 4, der Vorsprung von Dahlmeier vor Franziska Hildebrand. Es gibt die deutsche Doppelführung. Chevalier, Mäkkäräinen sind noch in der Strafrunde. Auch Julia Jümer schießt jetzt daneben. Susan Dunkley, die bleibt fehlerfrei. Jetzt kommt Chevalier aus der Strafrunde. 20 Sekunden hinter Franziska Hildebrand. Tom Ratschew weiß das. Mira muss auch ein weiteres Mal in die Strafrunde. Da jetzt Dunkley, Besgon, Eckhoff raus. Jeweils mit 30, etwas mehr als 30 Sekunden Rückstand die anderen, Besgon und Eckhoff auf Hildebrand. Denise Herrmann, Mäkkäräinen hinter Olsbü 1,47 zurück. Hinter der Spitze.
Weitere Strafrunde für Denise Herrmann. Würde ich ihr wünschen, dass sie auch mal mit einer Null durchgeht. Oben schießt Maren Hammerschmidt. Zwei Strafrunden für Denise Herrmann. Keine jetzt für Maren Hammerschmidt. Aber was ist das für ein Bild? Laura Dahlmeier führt mit großem, großem Vorsprung auf Platz 2 Franziska Hildebrand. Und die hat dann so 20 Sekunden Vorsprung vor Anaïs Chevalier. Und dann kommt das Paket mit Dunkley und Bescon. Aktuell und dahinter dann Eckhoff, Olsbü und Meckereinen auf der 8. Stehen, arbeiten, machst du gut. Und hopp, hopp. Gestern sind Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt und Nadine Heuchler hier in einen Tempel gefahren in der Nähe. Haben mal einen Tag mit dem Training ausgesetzt, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, sich ein bisschen Land und Leute anzuschauen. Waren danach dann noch essen in einem typisch koreanischen Restaurant. Haben das sehr genossen, mal auf andere Gedanken zu kommen. Und jetzt sind sie hier wieder voll bei sich. Anaïs Chevalier, die musste nach dem Stehenschießen das erste Mal in die Strafrunde. Kaiser Meckereinen, die wir daneben sehen, sogar zweimal. Franziska Hildebrand. Der erste Podestplatz in dieser Saison. Technik, einwandfrei. Und hopp, hopp. Zum Greifen nach. Vorsprung 27 Sekunden. Ganz gutes Rennen. Das machst du jetzt ganz sauber so weiter. Gut, Franz. Hopp. Und hopp. Da kommen die anderen. Ist das der Platz um Platz, der Kampf um Platz 3 oder können die sich nochmal an Franziska Hildebrand heranmogeln? Laura Dahlmeier scheint enteilt. Chevalier, Dunkley, Bescon, Eckhoff, Meckerel ist auch schon wieder dran. Kostet natürlich auch Kraft, jedes Mal wieder sich ein wenig weiter nach vorne zu laufen. Hat da in jeder Runde Lücken geschlossen. In den ersten Runden aufgrund des Sprintrückstandes, jetzt aufgrund ihrer Strafrunde. Marta Olsbü, 3x0 geschossen bis jetzt, von 24 auf 8. Daria Domracheva von 20 auf 10 mit einer Strafrunde. Gerald Hönig, der staunt wirklich immer wieder über Laura Dahlmeier, die sehr fokussiert ist, die ganz ruhig, ganz bei sich hier sagt, jetzt geht die Konzentration nur noch auf die große Kristallkugel, auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Sieht so einfach aus, aber es ist dennoch eine so große Kunst, was Laura Dahlmeier heute hier erneut anbietet. Das gibt's doch gar nicht. Sie scheint unbesiegbar zu sein. Das Verfolgungsrennen, das ist ihre Lieblingsdisziplin, aber dennoch, das muss man erstmal so hinbekommen, wenn fast alle davon ausgehen, dass man so ein Rennen sicher gewinnt, das dann tatsächlich auch so nach Hause zu schaukeln. Herzlichen Glückwunsch, Laura Dahlmeier, zu einem weiteren herausragenden Auftritt. Das haben wir von ihr auch noch nie gesehen, dass sie vor der Aufnahme der Schlussrunde sich jubelnd Richtung Zuschauer dreht, in diesem Fall wohl eher Richtung Gerald Hönig. Jetzt aber Konzentration, Franziska Hildebrand. Laura Dahlmeier war in dieser Saison oft schon in der Situation, beim letzten Schießen um einen Podestplatz zu kämpfen und das dann auch durchzuziehen. Franziska Hildebrand ist es noch nicht gelungen. Drücken wir die Daumen. Noch 5 Schuss. Die anderen sind da. Vermutlich braucht sie die Null. Da ist der Fehler. Franziska Hildebrand.
Einmal muss sie in die Strafrunde. Was machen die anderen? Chevalier schießt auch daneben. Eckhoff auch. Susan Dunkley. Geht die an ihr vorbei? Schießt den letzten daneben. Anaïs Bescon kann Franziska Hildebrand jetzt überholen. Und natürlich oben Kaiser Mäckereinen. Mäckereinen bringt die Null, auch Bescon. Franziska Hildebrand hat die Strafrunde halb umrundet. Mäckereinen wird sie nicht halten können. Vielleicht läuft es auf einen Zweikampf gegen Bescon hinaus. Olsbü jetzt in die Strafrunde. Letzte Kurve für Franziska Hildebrand. Da geht der Blick nach rechts. Wo sind die anderen? Bescon und Mäckereinen. Wie groß ist der Vorsprung? 8 Sekunden. Kaiser Mäckereinen, das haben Sie gesehen, das ist die herausragende Läuferin. Natürlich kann Bescon davon profitieren, kann sich dranhängen. Hildebrand hat mit Dunkley und Eckhoff zwei starke Läuferinnen im Nacken. Hammerschmidt schießt eine Strafrunde. 2. Jetzt geht's dahin bei Maren Hammerschmidt. 3 Strafrunden sind noch mal oben drauf gekommen. Julia Jümer, 7. 2:05. Gabriela Kukalova jetzt raus auf der 11 mit 2:24 Rückstand. Ist ja ganz beachtenswert, auch wegen der Situation im Gesamtweltcup. Also die macht heute dann doch noch einigermaßen Punkte. Denise Herrmann beginnt ihr letztes Schießen wieder mit einem Fehler. Schade, hätte ich ihr gegönnt, dass sie mal mit einer 0 durchkommt. 2. Strafrunde Denise Herrmann. Vira auf der 18. Konnte heute nicht das zeigen, was hier in Östersund gelungen ist, von weit hinten dann doch noch nach vorn zu laufen. Hier rechts muss Denise Herrmann jetzt in die Strafrunde einbiegen. Läuft dort gemeinsam mit Maren Hammerschmidt hinter ihr jetzt. Die muss noch 2 Strafrunden laufen. Anaïs Bescon ist das, die auf Position 2 liegend nach dem 4. Schießen rausgegangen ist. Aber mit nur 1 Sekunde Vorsprung vor Kaiser Mäckereinen. Ja, und da wird sich schon abgeklatscht. Faust. Und das ist jetzt der Blick auf die Strecke da vorne. Kaiser Mäckereinen hat sich absetzen können von Anaïs Bescon. Das war fast zu erwarten. Aber wie weit dahinter kommt Franziska Hildebrand? Und wo kommen Dunkley und Eckhoff? Sekunden war der Abstand zwischen Bescon und Hildebrand nach dem Schießen. Sie hatte 8 Sekunden Vorsprung vor Dunkley und Eckhoff. Also, sie verliert auf Anaïs Bescon und die anderen, die kommen näher. Und sie, Laura Dahlmeier, sie fährt hinunter ins Stadion hier. Nochmal abklatschen mit Björn Weisheit, dem Biathlon-Verantwortlichen des Deutschen Skiverbandes. Laura Dahlmeier gewinnt zum 5. Mal hintereinander. 3-mal bei der WM und jetzt hier in Pyeongchang 2-mal hintereinander. Miss Biathlon 2017, Laura Dahlmeier. Herzlichen Glückwunsch zum insgesamt 16. Weltcupsieg, zum 9. in dieser Saison. Sie ist eine Klasse für sich. Mäckereinen hat jetzt 10 Sekunden Vorsprung vor Bescon, die kämpft und ackert und arbeitet hier. Und dann Dunkley und Eckhoff sind vorbei an Franziska Hildebrand. Laura Dahlmeier ist schon bei der Gewehrkontrolle nach dem Ziel. Da sind die anderen jetzt erst im Bereich des Stadions. Kaiser Mäckereinen auf der Zielgeraden 2009 bei der WM. Da lief sie im Verfolger hier von 23 auf 4. Und jetzt mit Platz 2 untermauert sie die Führung in der Verfolgungswertung.
Bescon, das erste Mal in dieser Saison auf dem Podest. Glückwunsch an die Französin. Und hinten, Tiril Eckhoff hat dann auch noch Susan Dunkley überholt. Die kann im Finish nicht mehr gegenhalten. Eckhoff also rettet einen vierten Platz mit insgesamt 5 Strafrunden vor Dunkley, die 3-mal daneben geschossen hat. Franziska Hildebrand kommt als 6. ins Ziel. Gutes Rennen bis zum letzten Schießen. Da hat sie dann eben diesen einen Fehler zu viel geschossen, um am Ende aufs Podest zu laufen. Gabriela Kukalova hat auf der Schlussrunde noch ein paar Plätze gut gemacht. 8. Platz für sie. Gutes Ergebnis, von 21 war sie gekommen. Sicherlich auch für den Kopf von Gabriela Kukalova wichtig. Aber natürlich, es wirkt immer unwahrscheinlicher, dass Gabriela Kukalova in den verbleibenden Rennen dieser Saison, 5 sind es noch, Kontiolahti und Oslo, an Laura Dahlmeier wird vorbeiziehen können in der Gesamtwertung.